Leute, ein Barsch. Boah. Nicht hier alles rum. Fisch, Leute, Fisch. Jawohl. Was ist das denn? Fisch. Yeah. Fisch. Moin Leute, willkommen im neuen Video. Ne, heute wird nochmal der Zander angegriffen. Heute habe ich allerdings zum Grundeln fangen mal kleinere Würmer mir geholt und einen kleineren Haken drauf, damit das auch mal schneller geht als letzte Mal. Kann doch wohl nicht wahr sein. So. Müsste ja direkt rappeln jetzt. Hat auch schön geschüttet gerade. So Leute, Grundel Nummer 1. Ja Leute, die nächste Grundel, auch eine schöne Größe. Leute, die nächste Grundel, Nummer 3. Ja Leute, und noch eine letzte. Na, komm her. Jetzt habe ich genug. Los geht's. Leute, ein Barsch. Boah. Nicht hier alles rum. Schöner Barsch auf den Rotwurm. Geil. Komm rein. So wie letzte Mal. Geil. Da ist er, Leute. Geil. So wie beim letzten Mal. Einfach mal kurz rumliegen gelassen. Schöner Barsch. Geil. Ja Leute, das hat doch bis jetzt ganz gut geklappt, der Plan. Schon ein paar Grundeln gefangen. Dann werde ich gleich eine Route wieder auf Grund mit elektronischem Bissanzeiger und eine auch auf Grund, also ein bisschen höher, taumeln lassen mit Pose. Ne? Ich habe auch eine neue Pose, lasst euch überraschen. Ne? Bin gespannt. Wie im Bettladen. Schauen wir mal, was wird. So Leute, welche Grundel nehme ich denn?
Alles Mögliche habe ich hier. Ist doch eine gute Größe eigentlich. Nicht zu groß, nicht zu klein. So, gucken, dass der Haken gut sitzt. Ist ja auch immer so eine Sache. So, das gefällt mir. So, jetzt ist die nächste Montage dran. Ja. Dann nehmen wir doch mal die kleinste, die ich habe für die Pose. Ja. Da mache ich dann gleich auch wieder ein bisschen Knoblauch dran. Gucken, ob es was hilft. Na. Sitzt der gut oder nicht? Bin mir nicht sicher. Nicht optimal. Ja, Rider-Haken wären nicht schlecht, ne? Ja, stimmt, Leute. Die neue Pose wollte ich euch zeigen. Hier. Schöne Leuchtpose hier. Mit so einer kleinen Batterie drin. Die ist jetzt natürlich noch nicht an. Ne, aber nachher, wenn es richtig dunkel ist, Batterie dran, los geht's. Bin ich selber mal gespannt. Alles ready, Leute. Jetzt gibt's endlich was zu trinken. Ey. Ehrlich. Prost. Sein, dass ich einen Biss habe, Leute. Die Pose ist weg. Also, kann auch wieder nur die Strömung sein, ne? Fisch, Leute, Fisch. Jawohl. Was ist das denn? Schöner Barsch. Rein mit dir. Geil. Schöner Barsch. Ein richtig schöner.
Leute, ein schöner Barsch. Sieht denn jetzt schlecht? Jetzt sieht man ein bisschen besser. Im Laternenlicht. Geil. Zwar noch nicht der Zander, aber ein schöner Barsch. Ja Leute, was ein geiler Barsch. So, ich wollte euch ja noch meine neue Pose zeigen. Eine schöne Leuchtpose mit Batterie drin. Geil. Die war gerade einfach weg. Rute in der Hand. Schnur gegeben. Angeschlagen. Geil. Hoffentlich kommt noch ein Zander raus. Ja, Leute. Ich habe mal die Batterie gewechselt, ne? Meine Güte. Ich mach mal eine neue Grundel drauf. Hätte ich auch früher drauf kommen können mit der Batterie. Naja, manchmal ist das so. Ne? Na? Schöne kleine Grundel. Ja Leute, ich packe jetzt zusammen. Ne? Leider konnte ich keinen Zander erwischen, aber dafür einen richtig schönen Barsch. Ne? 38 Centi. Alter, der Gute. Ne? Ja. Ich werde nicht aufgeben, ne? Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Auf Zander. So Leute, ich wollte euch nochmal zeigen, wie das hier mit der Leuchtpose funktioniert, ne? Also man schraubt das Köpfchen ab, dann hat man hier so eine kleine Batterie. Ja, und dann hier vorne mit dem Stift rein. Ich mach mal die Lampe aus. So, rein. Und zack, und schon leuchtet sie. Geiles System, oder nicht? Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ne? Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und viel Glück am Wasser.